Hallo, ich hoffe, dir geht es gut. In dieser Geschichte machen die Peaches endlich ihre Halloween-Party und haben dabei viel Spaß. Doch leider kommen auch drei unbewaffnete Besucher. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tut. Und wenn ihr schon mal dabei seid, macht dann bitte gleich den Daumen hoch. Have fun! So, Kinder, seid ihr fertig? Für eure Gruselgäste? Ja! Ja! Prima. Schade, dass eure Kostüme dann leider doch nicht gepasst haben, die Spinnenkostüme. Ja, dafür bin ich jetzt als Hexe verkleidet. Und ich als Spaghetti-Topf. Ja, das ist echt witzig. Evelyn? Ja? Warum hast du die Pizza gegessen? Ja, ich hatte Hunger. Es tut mir leid. Die Kinder haben mir geholfen. Ich hole neue. Ah, die Kinder haben mir geholfen. Naja. Wie kommen wir mit dem Buffet voran? Naja, hättet ihr nicht die Pizza aufgegessen? Es war auch eh viel zu wenig für all die Gäste. Ja, ich weiß. Mama holt jetzt neue Pizza. Ah, gut. Ich bin total cool geschminkt. So schwarz im Gesicht. Ich ziehe mir meine Maske auf. Ich meine auch. Evelyn? Ach, ist noch im Keller. Im Keller? Ja, die Tiefkühlpizza holen und dann auftauen. So, sie sind alle aufgetaut. Tobi? Ja, da bist du ja. Du brauchst deine Maske. Ah ja, wenn die Gäste gleich kommen. Ja, zeig mir mal das Buffet. Ah ja, das sieht prima aus. Pizza, Snacks, Getränke, blutiger Kirschsaft, alles da. Ja, ich freue mich schon auf die Gäste. Ich mich auch. Es gibt so viele tolle Sachen. Ja. Oh, das war die Haustürklingel. Unsere Gäste kommen. Ich bin so aufgeregt. Das ist meine erste Halloween-Party. Ja, na komm schon. Cool. Da sind sie. Machst du die Tür auf? Ja. Hey, Chloe. Hallo. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Ja klar, kommt rein. Hallo Ella. Hallo Greta. Cooles Kostüm. Danke, deins aber auch. Der Spaghetti-Kopf. Haha, sehr witzig. Hallo Nele. Hallo Chloe. Hi. Hi Jan. Janosch, komm doch rein. Und du auch, Mats. Hi, Mats. Hi, Janosch. War Kevin sehr sauer? Nee, es ging. Er war bei Leon auf den Geburtstag eingeladen. Stimmt, der hat ja heute Geburtstag. Cool, dann gibt's am Montag Kuchen. Es ist Montag. So. Wollen wir jetzt mal zu den Gästen gehen? Ja, lass uns das machen. Vivi, du kannst da nicht rein, Charlie. Hallo Kinder. Schön, dass ihr alle zur diesjährigen Peacher Halloween Party gekommen seid. Hallo. Wir werden heute viele tolle Sachen machen. Also, es gibt einen Kostümwettbewerb, Spiele, viele tolle Snacks und so viel mehr. Ja, cool. Was machen wir denn als erstes, Mama? Hallo. Ich würde sagen, oh, was habt ihr denn eigentlich für Tüten dabei? Da sind unsere Klamotten drin, weil wir nicht in Kostümen nach Hause wollen. Ah, das ist sehr gut. Stellt euch die Tüten einfach da ab. Alles klar. Ich will meine Tüte auch da abstellen. Mhm. Ja, mach das, Nele. So, sind alle fertig? Ja. Was machen wir zuerst? Na, wir gehen von Tür zu Tür. Das ist eine gute Idee. So spät macht niemand mehr auf. Deshalb ist es immer besser, früher zu gehen. Cool. Ich liebe Halloween. Ich auch. Ja, Halloween ist toll. Komm, wir nehmen uns alle mal ein Körbchen. Sind das denn genug? Es sind ja nur 8. Ja, es gehen ja auch nur ihr 8. Sind das denn... Hä? Die beiden Kleinen bleiben bei mir. Ich möchte nicht, dass sie mit euch durch die Gassen ziehen. Das ist mir zu gefährlich. Also Jakob und Mats bleiben bei mir. Okay. Och, Mama. Ich will aber auch mit. Jakob?
Du bist noch etwas zu jung dafür. Nächstes Jahr darfst du auch. Oh, Mama, wieso erst nächstes Jahr? Hier, Chloe. Gibst du mir einen, Greta? Ja klar, ich habe extra für dich noch einen. Komm schon, Jakob, alles gut. Na. Hey, wieso hab ich denn keinen Beutel? Na, weil Matt sich eingenommen hat. Hier, Nele. Danke. Ach, kommt ihr zwei. Ihr bleibt hier bei mir. Wir können die Preise für das beste Kostüm gleich raussuchen. Ich habe nämlich schon was eingekauft. Und ja. Cool. Dann habt viel Spaß. Danke. Was sind das denn für Preise? Technik-Sachen. Technik? Ja. Tschüss. Na los, ab zum Süßes oder Saures. Sagt man in Amerika nicht Trick or Treat? Ja, sagt man. Sollen wir das auch mal sagen? Können wir uns überlegen. Wartet auf uns. Na komm, Chloe, du bist die Letzte. So, dann sind jetzt alle weg. Ist das echt Technik-Sachen? Ja. Wie konntet ihr euch das denn leisten? Also Computer, Handys und so? Sowas ähnliches. Wie konntet ihr euch das denn leisten? Naja, ich habe eine gute Freundin. Mama, wann machen wir denn eigentlich unsere Halloween-Party? Ja, Mama. Ja, also wisst ihr, heute wird das schon mal nichts. Wieso denn nicht? Ja, guckt mal, ich muss doch das ganze Haus hier putzen. Weil morgen kommt die Tante zu Besuch, ja? Weil morgen ja Feiertag ist. Und dann muss das Haus ordentlich sein. Es ist doch sowieso immer ordentlich. Genau, Abby hat recht. Nichts da. Och Mann. Das ist total doof. Wieso müssen wir denn so schick leben? Hey, das ist doch total cool. Ich meine, ich habe ein eigenes Auto. Ich meine, cooler geht's doch nicht. Aber ihr habt recht. So, dann putze ich mal alles. Wir sollten unbedingt dann auf eine andere Halloween-Party gehen. Und auf welche? Die Peaches machen doch eine Halloween-Party. Stimmt, und hier müssten Kostüme drin sein. Ich will als Fledermaus gehen. Dann machen Abby und ich die Spinnen. Die gab es doch letztens. Ja, die wurden jetzt zum Glück umgetauscht. Keine Ahnung von welcher Familie. Die waren, ich glaube, von den Peaches. Ja. Du bist kleiner als Chloe. Und du größer als Greta. Ja, ich glaube, denen hat das nicht gepasst. Ich zieh noch meine Fledermausmütze auf. Cool, dann lass uns gleich los. Mama, wir sind auf einer Halloween-Party. Okay, aber seid wieder zurück, wenn es dunkel wird. Es ist schon dunkel. Dann, wenn es hier hell wird. Na gut. Wollen wir runter? Ich meine, das ist ja unser Treppenhaus. Das ganze Haus gehört ja uns. Ich gehe noch kurz in mein Zimmer. Das ist unser Zimmer. Trotzdem, es ist auch mein Zimmer eigentlich fast nur. Irgendwas müssen wir den Peaches ja auch mitbringen. Ich meine, wir sind hier nicht wirklich eingeladen. Und, naja. Du hast recht. Was könnten wir ihnen denn mitbringen? Irgendwas zu essen vielleicht? Kommt ihr, wir müssen los. Es ist schon so dunkel draußen. Na gut, ich bringe ihnen einfach was zu essen mit. Abby hat recht. Und was? Space Noodles. Da kippt man so Wasser drauf. Und dann sind das so leckere Nudeln mit Ei und so. Ei? Ja, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie probiert. Müssen wir ja auch nicht essen. Hey, Abby, gib mir meine Mütze wieder. Na, dann lach uns los. Na gut. Ich mach dann mal die Tür zum Treppenhaus auf. Ja. So, das habt ihr sehr schön vorbereitet. Und die Preise liegen da ja auch in der Ecke. Jetzt müssten eigentlich gleich die Kinder kommen. Ja, ich habe hier nochmal die Pizza gecheckt. Aha, gecheckt also. Gut, also Jungs, ihr bleibt kurz hier. Und ich gehe dann kurz... Oh, das müssten sie eigentlich sein. Ich ziehe mal kurz mein Kostüm aus. So. Also. Süßes und Saures! Hallo Marlena! Hi, Frau Pichu.
Marcel, ich glaube, ich habe was für dich. Ich bin gleich wieder bei dir, okay? Okay. So, ich müsste ja noch irgendwo was haben. So. Hallo. Was? Wer war das denn? Marlena. Geht sie von Haus zu Haus? Ja, genau. Was bringen wir ihr denn? Ich bringe ihr ein paar Bonbons aus der Schale. Okay, mach das. So, ich bin wieder bei dir, Marlena. Hier hast du Bonbons. Danke, Frau Pichu. Bitte, bitte. Tschüss, Marlena. Tschüss, Frau Pichu. So. Mal gucken, wie viele Süßes oder Saures Sammler heute noch kommen. So, jetzt ziehe ich mein Kostüm mal wieder an. Ah, da sind die Kinder ja wieder. Hallo, Mama. Hallo. Und, habt ihr viel Beute? Ja, total viel. Wir haben richtig viele Bonbons gesammelt. Ja, Mama. Mhm. Aber nicht so viel wie sonst. Wahrscheinlich, weil ihr so viel seid. Ja, das stimmt. Ich bin so gespannt für das beste Kostüm. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich gewinne. Mama sagt, es gibt tolle Technikpreise zu gewinnen. Ja, das stimmt. Okay, also. Ihr könnt eure Körbchen gleich hier abstellen. Dann könnten wir gleich danach den Kostümwettbewerb machen. Alles klar, ich stelle mein Körbchen hier A ab. Und ich will meine Bonbons lieber gleich essen. Essen sind nämlich so lecker. Ich stelle meins lieber ab. Und ich esse meine einfach auch. Lecker. Ihr Gefräßigen. Ich stelle mein Körbchen auch ab. Ich weiß nicht. Vielleicht esse ich es, vielleicht stelle ich es ab. Denke, ich stelle es ab. Oh, meine Bonbons sind rausgefallen. Was machen wir, Kevin? Essen oder abstellen? Ich bin für abstellen. Ich bin für essen. Du bist viel Fraß. Hey. Okay, prima. Habt ihr alle eure Körbchen abgestellt oder aufgegessen? Ja, prima. Dann kommt ihr auch mal bitte her, Nele und Chloe. Und du auch, Jan? Ja, klar. Also, wir machen jetzt einen Kostümwettbewerb. Ihr habt alle so tolle Kostüme. Und ich bin so gespannt, wer gewinnt. Aber das ist doch total gemein, wenn ihr das entscheidet. Dann könntet ihr doch eure Kinder bevorzugen. Ja, das wissen wir. Wir haben nämlich eine kleine Lösung gefunden dafür. Oh, es hat schon wieder geklingelt. Wer ist das denn wohl? Hallo. Familie Majestätisch. Ja, wir dachten... Was macht ihr in unserem Haus? Ihr seid letztens noch hier eingebrochen. Ja, das tut uns leid. Unsere Halloween-Party musste leider ausfallen, weil unsere Mutter nicht gut genug dafür war. Also, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier bleiben. Wir haben auch was mitgebracht. Space Noodles. Da kippt man so Wasser drauf und dann gibt das so Spaghetti mit Ei. Was? Was macht ihr denn hier? Das ist total schlimm, dass ihr jetzt auch hier seid. Ihr wart total gemein zu unserem Hund. Der arme Charlie. Ja, das tut uns irgendwie auch leid. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir ja auch mal im Kostümwettbewerb mitmachen, oder? Ja. Das ist ja eine öffentliche Party, also eigentlich nicht. Ja, wissen wir. Aber wir dachten, weil wir auch in der Klasse sind von Greta und Billy. Und ich in Jakobs Kindergarten. Gut, dann macht mit. Wehe, ihr macht etwas. Ja. Wehe. Genau, sonst fliegt die hier raus. Ja, ja, wir machen es nicht nochmal. Ich hole dann mal die Kamera. Welche Kamera? Das werdet ihr gleich sehen. Also, Kinder, wir haben eine Idee. Und zwar, wir haben jetzt hier die Kamera. So. Wir machen jetzt alle von euch allen ein Foto, ja? So. Und schneiden wir eure Gesichter raus und schicken die an den Opa. Und dann kann der ganz unabhängig entscheiden. Okay, das ist, klingt doch fair, oder? Ja. Genau. Macht ihr denn auch mit? Nein, natürlich nicht. Das ist nur für euch Kinder. Was sind denn die Preise? Das zeigen wir euch jetzt gleich. Aber jetzt schicken wir erstmal dem Opa die ganzen Fotos. Oh, ich bin so gespannt. Mama sagt Technikpreise? So. Opa hat alle Fotos bekommen. Er sucht gerade aus. Und was sind die Preise? Die Preise? Die stehen da hinten. Guckt sie euch an.
Zeigt sie uns! Wir wollen sie sehen! Wieso ist eure Halloween-Party eigentlich ausgefallen? Mama hat's doch nicht erlaubt. Wieso habt ihr in der Schule dann erzählt? Ist doch egal. So, hier haben wir dir auch noch die Preise und die Siegertreppchen. Der dritte Preis kriegt ein Poppet, der zweite Preis eine pinke tolle Kamera und der erste Platz ein Tablet. Oh, wie cool! Ja, das ist wirklich cool. Oh, ich muss das Tablet kriegen. Oder eines der anderen Preise. Hoffentlich ist mein Kostüm gut genug. Okay, der dritte Platz geht an... Trommelwirbel! Harald! Cool, ich hab gewonnen! Yay, ich bin auf dem dritten Platz. Och Mann, das ist total fies. Erst kommt der Hühner unerwartet auf und dann schnappt er uns den dritten Platz weg. Pop, pop. Wie witzig. So, jetzt geht's an den zweiten Platz. Und der Gewinner des zweiten Platz ist... Chloe! Juhu! Ich bin auf dem zweiten Platz. Yay, ich krieg eine Kamera. Cool. Hoffentlich macht sie gute Fotos. Und jetzt geht's um den ersten Platz. Wer kriegt das Tablet? Ich möchte jetzt bitte 3 Kinder nach vorne und eins der 3 Kinder kriegt es dann, okay? Also, einmal nach vorne kommt bitte Jakob. Dann einmal nach vorne kommt bitte Nele. Und dann einmal nach vorne kommt bitte Greta. Oh je, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege es. Ich will es kriegen. Also, der von euch 3 es schon mal nicht kriegt, ist leider der Jakob. Ich? Ach, wie schade. Macht dir nichts draus, Jakob. Dein Erdbeerkostüm ist trotzdem toll. Also, wird es Greta oder Lele? Und es ist... Greta! Wirklich? Ich? Wie cool! Dein Spaghetti-Kostüm hat uns alle überzeugt. Cool, ein Tablet nur für mich. Das ist ja hammermäßig. Ja, aber Nele, du hattest auch ein tolles Löwenkostüm. Ihr habt alle super Verkleidungen gehabt. Wirklich. Also seid nicht traurig, die nicht gewonnen haben. Dafür wird jetzt erstmal was Leckeres gegessen. Es gibt Pizza, Kirschsaft, das natürlich eigentlich Blut ist. Nur zur Info. Es gibt Süßigkeiten, Chips und diese komischen Space Noodles. Die sind nicht komisch. Gut, dann diese tollen Space Noodles Dinger. Gut, stellt eure Preise hin. Und dann können wir essen. Yay, lecker! Essen! Prima. Dann legt mal los. Yay, kommt schon. Also, guten Appetit euch allen. Danke. Jetzt bin ich mal gespannt. Was esse ich denn nur zuerst? Keine Ahnung. Was könnte ich denn zuerst essen? Ich könnte zuerst etwas Leckeres essen. Ich esse vielleicht Pizza oder so. So, wir haben hier jetzt die Space Noodles. Wer will die essen? Ich. Space Noodles sind total lecker. Wie lecker. Da steht ja das Tablet von Greta Pichu. Das ist echt unfair, dass wir nicht die 3 Sachen gewonnen haben. Kommt. Oder die Kamera, die lassen wir hier. Noch mein Puppet mit. Oder nein, das brauche ich nicht. Komm, wir nehmen das Tablet und gehen. Tschüss, wir müssen dann mal los. Hä? Hey, Sie haben mein Tablet. Das habe ich gewonnen, nicht ihr. Gibt's wieder her. Ach, schnell weg hier. Wollt ihr wieder Probleme mit der Polizei oder was? Oder soll ich euch wieder bei unserer Lehrerin anschwärzen? Okay, okay, hier hast du's, du Petze. Ja, geht doch. Ja, Greta, du hast ihn von mir majestätisch vertrieben. Cool gemacht. Ja, mein Tablet klaut mir niemand. Lecker.
Lustiges Partyspiel. Und welches? Die Reise nach Jerusalem. Oh, das Spiel kenne ich noch gar nicht. Was ist denn das für ein Spiel? Ihr lauft einfach um die Stühle herum und wenn die Musik aufhört, dann müsst ihr euch auf einen Stuhl setzen. Und wer halt keinen Stuhl findet, der scheidet aus. Ah, okay, ich hab's verstanden. Prima, dann lass uns, loslegen. Cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal!